Das ist mal was Besonderes, was ja Außergewöhnliches. Eine EDC-Lampe von Surefire, die Aviator Red, und zwar mit einem Rotlicht. Das heißt nicht, dass sie nur rotes Licht könnte, sondern die kannst du hin und her schalten zwischen weißem Licht und auch hier rotem Licht. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil hier kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Superbowl-Schuppel. Lieblingskunst, schön, dass du dabei bist. Aviator Red von Surefire. Die gibt es auch in grün und in blau, aber ich habe sie hier in rot. Und die gibt es auch nur bei mir im Shop mit Rotlicht. Das Rotlicht, habe ich schon oft erklärt, hat sehr, sehr große Vorteile. Aber es soll jetzt um diese Lampe hier gehen. Das ist eine sehr leichte und auch sehr kompakte EDC-Lampe. Sie ist vielleicht nicht ganz so kompakt wie meine... Upsi, die hat sie jetzt eingeschalten. Nämlich die... Fenix LD15R, da habe ich auch einmal ein Video gemacht beim E-Klicken. Da ist schon ein bisschen ein Unterschied, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Lampe, zum Beispiel mit der Walter STL 800, und wir werden die ja dann auch draußen im Dunkeln gegeneinander antreten lassen, dann siehst du schon, also das ist so durchaus in Ordnung, da hat man schon was in der Hand, aber sie ist jetzt nicht so groß, dass man sie nicht gleich mitführen kann. Auch der Vergleich zum Beispiel zur Surefire Defender, die halt einfach viel größer ist. Ist eine liebe Lampe. Batterie sozusagen oder Energiebetrieb funktioniert mit einer CA123. Kannst du 90 Minuten ungefähr, sagt der Hersteller, ich habe es nicht gemessen mit der Uhr, aber über eine Stunde ganz locker, ja, das ganz sicher, kannst du sie im Betrieb halten. Sie wird warm, eh ganz klar, das würde mich auch wundern, wenn das nicht so wäre. Hier am Lampenkopf kannst du hin und her stellen, und zwar du kannst das Weißlicht einschalten, dann gibt es einen Off-Modus, damit sie nicht unabsichtlich oder du sie unabsichtlich einschaltest, und dann gibt es ja wiederum hier die Möglichkeit, auf den Rotmodus umzustellen. Und es gibt es auch in grün und in blau, und da wäre halt hier der andere Modus. Voll cool wäre, aber das spielt es halt nicht, wenn man sie weiter drehen könnte und man hätte grün und blau auch gleich dabei, aber dann nicht bei dieser Leistung. Der Hersteller sagt 250 Lumen, und als ich sie das erste Mal eingeschalten habe, ich habe die jetzt ein paar Monate schon im Einsatz, oder ein halbes Jahr eigentlich schon, haben wir gedacht, naja, der wird jetzt ein bisschen leucht machen, aber du wirst es dann draußen sehen, also die braucht sich vor den anderen Lampen hier überhaupt nicht verstecken, das ist absoluter Wahnsinn, und das liegt ja an der Linse und an der LED und an dem Gesamtsystem, wirklich top. Leider nicht ganz billig, gibt es bei mir im Shop, ist ganz einfach so, ist sicherlich nicht für jeden gedacht. Schau mal her, dann gibt es hier einen Clip, den kann man nicht abnehmen. Dieser Clip funktioniert eigentlich ganz gut, das ist einmal überhaupt kein Thema. Nicht Deep Carry, das heißt, es steht ein bisschen der Lampenkopf raus, dass man ihn backen kann. Was hier jetzt bei meinem Hemd gut funktioniert, nämlich von der anderen Seite raufzuhängen oder anzupinnen, das geht. Aber bei einer Kappe zum Beispiel würde sich das nicht ausgehen, ja. So wie wir das bei anderen Lampen haben. Ich glaube jetzt hier zum Beispiel, da habe ich, was habe ich da? Ja, True Night, bei der ist es jetzt zum Beispiel so dick, kann man auch aufgrund dieses Clips auch, könnte man das auch auf einen, wobei die ist wieder wirklich sehr, sehr schwer, auf eine Kappe draufgeben, das geht sich bei dir einfach nicht aus. Hier der Einschaltknopf, der ist etwas tiefer gesetzt, dass ein zufälliges Ein- und Ausschalten nicht denkbar ist oder fast nicht machbar ist. Hier sind Ausnehmungen, dass man es mit einer Handschlaufe, ich habe das alles nicht, das taugt mir alles überhaupt nicht. Von der Verarbeitung her, ich meine, es ist made in USA, wasserdicht, und man sieht halt schon auch im Vergleich zu chinesischen Produkten, dass halt das Aluminium schon schöner gefertigt ist, da sind keine Späne. Aber ist das wichtig? Musst du für dich selbst entscheiden. Ich habe mir sagen lassen von Menschen, die im Einsatz sind und diese Lampen auch wirklich für ihr Leben brauchen, nämlich Einsatzorganisationen, wo es auch ein bisschen rund gehen kann. Also ich meine jetzt nicht unbedingt die Rettung. Die schwören zum Beispiel auf diese Marke und sagen, Surefire, da kann man sein Leben drauf verwetten. Sage ich jetzt mal so. Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis. Die CA123, eine Sache noch, weil da auch immer wieder Kritik kommt und man sagt, okay, diese CA123, die sind so teuer. Die hier gibt es natürlich auch bei mir im Shop, direkt von Surefire. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die etwas besser arbeitet oder etwas besser, etwas länger arbeitet als die klassische Duracell. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ist ganz einfach so in meiner Wahrnehmung. Nehme ich so zur Kenntnis. Es ist leider im Lieferumfang leider keine Tasche dabei,
Aber das lässt sich auch mit einer Tasmanian Tiger mit einem Toolpocket sehr, sehr einfach lösen. Ich gebe dir den Link in meinen Shop, dort hast du dann auch die dazugehörigen Daten. Also das geht sich auch sehr gut, wenn du eine Gürteltasche oder etwas für Molle, auch das gibt es hier hinten, weil ich mir immer wieder die Leute fragen, ist der Molle-Teppich, schau mal vorbei. Ist ganz lustig, wenn du deine Ausrüstung dort platzieren kannst. Ja, das geht sich alles ganz gut aus, das ist auch gegeben. Eine Frage stelle ich mir jetzt, und diese Frage stelle ich mir jetzt wirklich, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wirklich. Diese Phoenix, diese LD15R, ja, die hier, die habe ich auch schon mal vorgestellt, das ist eine coole EDC-Lampe, die hat doch einen Akku. Und dieser Akku, der schaut doch von den Dimensionen zumindest sehr gleich aus mit der CA123. Die hat 5 Volt hier, ja? Nein, die hat 3 Volt, die hat 3 Volt die Duracell, aha. Okay, entschuldige, jetzt mache ich da mal so, wie viel Volt hat die? Die hat auch 3 Volt und die hier, lass mal schauen, 3,6 Volt. Das heißt, die hier hat eine höhere Spannung. Ob das gescheit ist? Soll ich es probieren? Ja, ich probiere es. Cool, die frisst das auch. Ob das gescheit ist, ich weiß es nicht. Ob das der Hersteller gut findet, ich weiß es nicht. Ob die Elektronik das auf Dauer aushält, ich weiß es nicht. Aber sie frisst es auf jeden Fall. Und das war jetzt cool für mich, ja. Einfach so ein bisschen experimentieren. Natürlich, der Hersteller sagt ganz, ganz klar, dass man nur CA123 Batterien verwenden darf. Und ich habe auch keine Erfahrung damit. Das muss ich mal testen, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde ein anderes Mal darüber berichten. Aber hat man es einfach so, ist man... einfach so eingefallen, einfach so als Idee. So, gut, die Lampe, der Gürtelclip ist sehr, sehr starr, wie du jetzt selber erkennen kannst. Also das ist gute amerikanische Qualität, wenn man das so sagen kann. Also nein, ist vernünftig verarbeitet, das passt einmal. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen raus mit all den Lampen hier und leuchten ein bisschen in die Gegend. Ja, dann machen wir den obligaten Leuchttest. Schau mal her, das ist der Low-Modus und der ist absolut ausreichend, um den Nahbereich schön auszuleuchten. Gut, und durch ein weiteres Klicken, ja, komme ich jetzt in den Turbo-Modus mit den, ja, angeblich 250 Lumen. Also das ist schon fett, ja, also wirklich fett. Also es ist jetzt ein Strahler, der also jetzt nicht den Nahbereich oder einen großen Bereich ausleuchtet, sondern doch, ja, als Suchscheinwerfer fungieren kann. Ich mag jetzt den Vergleich machen. Also das sind jetzt 200 Lumen von der Surefire und jetzt mache ich einmal 800 Lumen von der Walter STL 800. Ich meine, das ist natürlich schon eine andere Liga, das mag ich zugeben, das ist ganz klar, aber die Größe ist auch eine andere. Also ich bin da wirklich nicht unzufrieden und wir machen dann auch gleich einen Weitleuchttest, aber einfach so als Idee. Und dann mag ich dir noch eine kleine Lampe im Vergleich mitschicken, und zwar das ist eh unsere Phoenix, ja, und die, ja, die ist halt ein, die funktioniert halt auch etwas anders. Die strahlt nicht so sehr, sondern die hat einen viel größeren Lichtkegel. Also als EDC-Lampe muss man sich halt überlegen, was die bessere Variante ist. Gut, aber natürlich, du weißt ja, unsere Aviator Red ist ja auch eine Lampe, die rot leuchten kann. Und genau das kann sie auch im fetten Modus, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut erkennen kannst, die Kamera will das irgendwie nicht ganz. Aber du kannst auch wirklich in die Distanz leuchten mit diesem roten Licht. Also das ist auch fett, das ist wirklich fett. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weiter in die Distanz leuchten. Das ist jetzt hier unsere STL 800. Du siehst, das geht relativ weit. Wenn du das Video kennst mit der Wärmebildkamera, wo ich meine Frau aufnehme, dann gebe ich da oben beim i den Link, damit du diese Szenerie erkennen kannst. Also ja, ist alles in Ordnung, leuchtet ganz nett, ist in Ordnung, ich möchte mich da jetzt überhaupt nicht beschweren. Gut, das ist einmal die STL 800 und jetzt wollen wir die Aviator Red im Vergleich dazu nehmen, und zwar wir stellen wieder um, weil den roten Modus, das sieht man fast nicht, ja, das möchte ich gleich dazu sagen, das sieht man fast nicht, aber wenn ich da jetzt leuchte, schau mal her, also das ist schon,
echt fett. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, die durch diesen Strahl, ja, also in die Distanz zu leuchten, der Hersteller sagt, man kann da 140 Meter in die Distanz leuchten, das mag durchaus stimmen. Also es kommt natürlich jetzt auf die Situation an, aber 80, 90 Meter hier jetzt sind mal überhaupt kein Problem. Die Phoenix brauche ich da jetzt gar nicht auspacken, das hat überhaupt keinen Sinn. Die leuchtet nicht so weit. Und jetzt noch einmal hier nach unten, da habe ich auch schon mal eine Phoenix, diese Superleuchte, vorgestellt. Dann mag ich da auch den Vergleich dazu geben. Auf Sie klicken, da kannst du dir dann das Video dazu anschauen. Da leuchte ich auch hier diesen unteren Bereich hier aus, hier am Buschkraftareal auf aldolau.at. Also ja, du kannst da wirklich auch in die Distanz gehen. Jetzt noch einmal im Vergleich die STL 800. Ja, die haben wir hier. Also ja, der Beam, also der Suchscheinwerfer von dieser 200 Surefire, der ist schon fett. Also der taugt mir total. Leider ist es so, dass die Kamera das den Lichtkegel und das gesamte die Ausleuchtung nie so gut einfängt, wie wenn man es direkt sieht. Also ich bin von diesem Teil hier wirklich wahrlich positiv überrascht, aber bei dem Preis muss man das eigentlich auch erwarten können. Der Vollständigkeit halber, ich habe mit der Original Surefire mit dem Lithium-Batterie jetzt herumgespielt. Muss aber dazu sagen, dass die jetzt auch schon ein bisschen gebraucht ist. Das heißt, ich habe aber im Moment keine 100%ige Genauheit. Das heißt, vielleicht könnte noch ein bisschen mehr in Energie gehen. Aber ich glaube, dass das eigentlich irrelevant ist. Der große Vorteil ist, kannst du im Standby-Modus halten. Hält sehr, sehr lang die Spannung. Ein super Teil, ganz einfach. Und braucht sich, wie gesagt, gegen andere Lampen überhaupt nicht verstecken. Das hat man taugt. Und jetzt bist du dran. Bitte schreib mir nicht, wenn du jetzt in meinem Shop warst, dass der Preis abartig ist. Ich weiß, ist nicht meine Idee, ja? Ist wirklich nicht meine Idee. Es ist nicht, dass ich mir einen Porsche damit kaufen kann, ja? Dass der Preis so hoch ist, sondern die Teile kosten einfach wirklich extrem viel. Schau dich um, kannst dir auch bei anderen Händlern reinschauen, die wird es nicht viel billiger geben, nämlich gar nicht. Braucht man sowas? Ich weiß es nicht. Ist es sinnvoll? Ich weiß es nicht. Was mich einfach überzeugt hat und warum ich die habe, ist diese Rotlichtfunktionalität, die ich in zwei Stufen einsetzen kann. Und genau das ist es dabei. Das heißt, ich habe hier für den Nahbereich zum Beispiel zum Kartenlesen, wobei du dann alles, was rot ist, auf der Karte nicht sehen kannst. Das ist ganz, ganz, ganz spannend, ja, beim Orientieren zum Beispiel. Oder wenn man im Nahbereich etwas ausleuchten möchte, ohne die Nachtsichtfähigkeit zu verlieren, dann ist das eine coole Sache. Ich habe aber trotzdem gleichzeitig die Möglichkeit, auch mit Booster rauszugehen und den auf größere Distanz auch etwas zu sehen und auszuleuchten, ohne dass ich meine Nachtsichtfähigkeit verliere oder kilometerweit das Licht zu sehen ist. Ja? Also das ist mal das eine. Und habe aber dann trotz alledem auf der anderen Seite auch hier wiederum diesen Sparmodus, aber auch wirklich fettes Licht, wenn ich das brauche. Es ist, auch wenn sie an wie eine taktische Lampe anmutet, aber es ist halt nichts. Ne? Wenn ich da jetzt zweimal drücken muss, das ist nicht so cool. Der Druckpunkt, das muss einem gefallen. Also ich finde den jetzt nicht schlecht, aber bin da auch nicht der große Taktiker. Wenn ich jetzt die STL 800 hernehme, als taktisch, wirklich als taktische Lampe gedacht, ein Klick, also Klick, es macht gar keinen Klick, man hört es gar nicht. Und es ist da das Licht und dann ist es wieder weg. Und da muss ich herum, das ist einfach, auch wenn man das trainiert, ja, das ist nicht dasselbe. Also eine reine taktische Lampe würde ich das nicht sehen, sondern einfach eine nette, lustige EDC-Lampe, die abhängig von dem Zweck, den du hast, auch in anderen Farben zur Verfügung steht. Ja, schreib mal einen Kommentar. Bitte nichts über den abartigen Preis oder wenn es dann besser geht, schreib halt. Was hältst du von der Lampe? Hast du die selbst? Was hältst du überhaupt von Surefire? Was ist da deine Meinung? Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Da geht es direkt in meinen Shop, da kannst du mir ein Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.